Sire, es besteht keine Hoffnung mehr. Sire, wir sind besiegt. 20 Jahre sind wir Ihnen gefolgt. Sie haben Europa zur Straße Ihres Ruhmes gemacht. Jetzt können wir nicht einmal die Vororte von Paris halten. Die Österreicher sind in Versailles. Die Kosaken tränken ihre Pferde an der Seine. Man hört die preußischen Kanonen schon an Montmartre. Wir haben 4 Nationen, 4 Armeen, 4 Fronten gegen uns. Danken Sie ab, Sire. Ihre Gegner erlauben Ihnen, sich mit einer Leibgarde von 1000 Mann auf die Insel Elba zurückzuziehen. Sire, es ist ein ehrenvolles Exil. Es bleibt Ihnen nichts anderes mehr übrig. Danken Sie ab. Sire, unterzeichnen Sie. Sie müssen unterzeichnen. Warum? Damit Sie die Titel behalten können, die ich Ihnen gegeben habe? Was sind Sie denn vorher gewesen? Sie waren nichts. Sire, Sie müssen abdanken. Sire. Glauben Sie mir, nee. Wenn es etwas gibt, was ich verachte, dann ist es Undankbarkeit. Was kann ich tun? Was? Den Kaiser von Russland habe ich um Frieden gebeten. Er hat ihn mir verweigert. Was kann ich tun? Was können wir tun? Was können wir tun? Wir können kämpfen. Ich verstärke die Garnison von Paris. Ich löse mich von den Österreichern. Ich suche einen Rückzugsweg nach Italien. Wir müssen die Truppen vereinen, mobilisieren und unterwegs die Rekruten ausbilden. Es sind keine Männer mehr da, die wir ausheben könnten. Die Armee will nicht, dass es Paris ebenso ergeht wie Moskau. Sire, Wellington. Wellington? Warum immer dieser Wellington? Wellington, 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 Wellington. Warum fürchten Sie sich vor Wellington? Weil er Sie in Spanien geschlagen hat? Ist es darum? Frankreich wird Ihnen nicht folgen. Frankreich folgt mir bis zu den Sternen, wenn ich es wieder zu einem Sieg führe. Sie haben keine Wahl hier. Sie müssen auf den Thron verzichten. Ach, der Thron, der Thron, der Thron, der Thron. Wissen Sie, was der Thron ist, ne? Der Thron ist ein prunküberladenes Möbelstück. Nur was hinter dem Thron steht, das zählt. Mein Verstand, meine Wünsche, mein Ehrgeiz, meine Hoffnungen, meine Eingebung und vor allem mein Wille. Ich traue meinen Ohren nicht. Sie stehen vor mir, wedeln mit einem Stück Papier und sagen, abdanken, abdanken. Ich will nicht! Ich will nicht, ich will nicht! Nein!
Heute Morgen. Es bleibt dir nichts anderes übrig. Unterzeichne. Marschall Marmont hat sich ergeben. Er war seine letzte Hoffnung. Frankreich ist besiegt worden. Vergesst mich nicht. Soldaten, ich liebe euch alle. Aber ich kann nicht jeden an mein Herz drücken. Es soll dieser Kuss mein Abschied von euch sein. Lebt wohl, meine Soldaten. Lebt wohl, meine Söhne. Lebt wohl, meine Kinder.
Majestät. Das Ungeheuer ist von Elba entflohen. Gott sei Dank erfolgte die Landung in Frankreich. Keine Aufregung. Dramatisieren wir es nicht. Napoleon und die ihm folgen sind keine Gefahr. Bis jetzt. Marschall Sulzi behalten das Kommando hier in Paris. Marschall Ney? Sie treten dem Werwolf als Erster entgegen. Ich weiß, Sie haben ihn geliebt. Ja, Sire. Früher. Aber ich verspreche, Euer Majestät, ihn in einem eisernen Käfig nach Paris zu schaffen. Müssen Sie immer übertreiben, diese Soldaten. Eiserner Käfig. Er hat das von ihm verlangt. Es gibt keinen Weg drumherum. Es gibt nur einen, geradeaus. Zweite Abteilung im Laufschritt, rechts marschiert auf! Marsch, marsch! Leg an! Soldaten des 5. Regiments. Erkennt ihr mich? Wenn ihr euren Kaiser töten wollt, hier stehe ich.
Folgen Sie mir nach Grenoble. Zurückgebracht hat. Von Elba aus sah ich die Rechte Frankreichs missachtet und beiseite geworfen. Mein Sieg ist gewiss, der Adler mit den Nationalfarben wird von Kirchturm zu Kirchturm fliegen, bis zu den Türmen von Notre Dame. Gerade? Dann will ich den Franzosen den Rotkopf zeigen. Zurückgekommen! Ich bin zurückgekommen, um Frankreich glücklich zu machen! Die Bourbonen an die Laterne! Es lebe die Freiheit! Ich bin Frankreich und Frankreich ist ich! Der Napoleon ist wieder da! Napoleon! Ich werde Ihr Gesicht nie vergessen, als Sie mich in Fontainebleau zur Abdankung zwangen. Ich tat, was ich tun musste. Für Frankreich. Was Frankreich gut tut, weiß ich. Es heißt, Sie hätten dem König etwas versprochen. Ja, Sire. Von einem Käfig war die Rede. Ja. Was haben Sie gesagt? Wörtlich. Ich sagte, ich bringe Sie nach Paris in einem eisernen Käfig. Ja, so hatte ich es auch gehört. Der fette König muss herunter von seinem Thron! Er hat die Ehre Frankreichs besudelt! Hängt die Verräter an die Laterne! Vielleicht lässt mich das Volk ebenso gehen, wie es ihn wiederkommen lässt. Kaiser!
Goncourt. Sire. Mollien. Sire. Mollet. Sire. Fouché. Sire. Kommen Sie in einer halben Stunde. Wir haben ein kleines Problem zu lösen. Welches, Sire? Welches? Wenn Frankreich morgen früh erwacht, muss es eine neue Regierung haben. Dro? Ja, Sire? Ich möchte Ihnen etwas sagen. Die kostbarste Eigenschaft ist die Treue. Treue. Sie, Dro, sind ein Mann, wie man ihn selten findet. Untadelig und treu. Wollen Sie zu mir kommen? Ich brauche Sie. Aus vollem Herzen, Sire. Danke, Dro. Soult! Wie ich sehe, haben Sie meine Einladung erhalten. Ja, Sire. Wenn ich mich nicht irre, sind Sie nicht mehr Kriegsminister des Königs. Offensichtlich nicht, Sire. Ja, ja, offensichtlich nicht, Soult. Ruhe! Sie werden mein Generalstabschef. Einverstanden? Ja, einverstanden, Sire. Gut, Soult. Ende gut, alles gut. Madame? Ihr Sohn Ferdinand fand den Tod, als er bei einer Parade vom Pferd stürzte. Nein, 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 nein. Musée muss gehen. Wir brauchen Rekruten, wir brauchen Männer. Wir müssen alles noch einmal durchkämmen. Unterschrift. Ihr Sohn war sehr tapfer und hat immer seine Pflicht getan. Ich bedauere es, Madame, dass das Schicksal ihm nicht freundlicher gesinnt war. An meinen teuren Prinzen Alexis. Nicht angeeignet hatte ich mir die Krone. Ich habe diese Krone in der Gosse gefunden. Und ich habe sie aufgehoben. Mit meinem Schwert. Und es ist das Volk gewesen, Alexis. Das Volk war es, das sie mir aufs Haupt gesetzt hat. Wer seine Nation rettet, verletzt nicht ihre Gesetze. An meine geliebte Frau. Ich bitte dich nicht nur als meine Gattin. Ich bitte dich als Tochter Österreichs, meines Feindes, gib mir bitte meinen kostbarsten Besitz wieder. Meinen Sohn. An den Prinzregenten von England. Eure königliche Hoheit waren 20 Jahre lang mein großmütigster Feind. Aber jetzt brauche ich Frieden. Frieden. Deshalb protestiere ich gegen die Anwesenheit Wellingtons in... Mein Sohn ist meine Zukunft. Leichter wäre es für mich, ihn tot zu wissen, als zu ertragen, dass er als österreichischer Prinz erzogen wird. Die Verbündeten haben mich zum Feind der Menschheit erklärt. Und Europa hat mir seine Kriegserklärung geschickt. Nicht etwa Frankreich. Nein, mir. Man erhebt sie zur Nation. Welche Ehre für sie. Ehre. Ehre, Ehre.
Man stellt mich außerhalb der Gesetze. Jeder Narr hat jetzt die Berechtigung, mich umzubringen. Was wird man überdenken? Sire, er ist noch in Brüssel. Na, noch beim alten Blücher. Sie haben den Krieg begonnen. Lassen wir sie bluten. Ja, sie sollen bluten. Nur über Wellingtons Leiche werde ich Friedensverhandlungen führen. Sie ist der Tisch, an dem ich den Vertrag schließe. Sire, Marschall Soult. Es ist dringend. Es ist immer dringend. Er soll hereinkommen. Die Armeen von Wellington und Blücher haben sich getrennt, Sire. Haben sich getrennt? Ja, Sire. Haben sich getrennt? Ja. Ich frage mich, was die Geschichte einmal dazu sagen wird. Wissen Sie, was wir jetzt tun, Soult? Wir drängen Blücher zur Seite und marschieren direkt auf Wellington zu, hm? Ja. Dieser Tag wird viel Blut kosten. Ja, Sire. Oh ja, Soult. Wie bei Marengo wird alles von einer großen Schlacht abhängen. Danke, Soult. Aber bei Marengo war ich noch jung. Onkel Gordon hat heute Morgen befohlen, dass sein ganzes Regiment vor mir antritt, zur Inspektion. Ich brauchte nur auf und ab und hin und her zu reiten und mir die auszusuchen, die mir gefielen. Mama, du hast zu groß ausgewählt. Von Richmond. Wirklich der Beste meiner Generale. Wir Frauen folgen einfach nur den Klängen der Trommel. In dieser Saison sind Soldaten up to date. Was wäre die Gesellschaft ohne meine Jungs?
Sie sind das Salz Englands, Arthur. Der Abschaum. Nichts als Bettler und Schurken. Alle miteinander. Gin ist die treibende Kraft ihrer Vaterlandsliebe. Trotzdem erwartest du, dass sie für dich sterben? Mhm. Aus Pflichtgefühl? Ich glaube, dass es nicht einmal Bonaparte gelingen würde, dass man ihm nur als Pflichtgefühl folgt. Bonnie ist eben kein Gentleman. Arthur, du bist wirklich ein typischer Engländer. Auf dem Schlachtfeld ersetzt sein Hut 50.000 Mann. Aber er ist kein Gentleman. Wenn wir in Paris sind, möchte ich auch Napoleon sehen. Ich werde ihm nicht zu nahe treten. Mama bewundert ihn. Ja, ich bin ein wenig eine Bonapartistin. Ist er wirklich ein Ungeheuer, wie man von ihm sagt? Er isst Lorbeer und trinkt Blut. Und wann, mein lieber Arthur, wirst du dich in seine Höhle wagen? Er hat mich noch nicht dazu eingeladen. Das hängt davon ab, wann. Durchqueren Sie den Fluss. Unsere Stiefel trocknen wieder morgen in Brüssel. So Gott will, Sire. Gott hat nichts damit zu tun. Dafür, dass der junge Hähn nicht fällt, Arthur. Eine Verlobung? Ich möchte nicht, dass Sarah schwarz trägt, bevor sie noch weiß getragen hat. Mama, Dickie will mir einen Kürassierhelm als Handarbeitskorb mitbringen. Aber einen, der nicht mit Blut beschmiert ist. Für mich auch einen, junger Mann. Mit Blut daran. Wohin beabsichtigen Sie, Ihren Franzosen zu stechen? Ich denke, unter den rechten Arm, Sir. Siehst du, Mama? Genau geplant. Sehen Sie sich einem französischen Kürassier gegenüber, dann haben Sie Glück, wenn Sie bei der Begegnung mit dem Leben davonkommen. Vergessen Sie lieber den Helm. Mein Junge, die Kunst, wie man einen Gegner besiegt, die können Sie von den Franzosen lernen. Madame, ich darf mich empfehlen. Ich habe noch nie so viele schmächtige Bürschchen auf einem Haufen gesehen. Oh, Verzeihung. General Picton ist in einem Ballsaal völlig unmöglich. Aber wenn er mit den Franzosen tanzt, ist er fabelhaft. Aber mit Franzosen tanzt man auf dem Feld.
Gentlemen, wir wollen auf das Kriegsschiff anstoßen. Preußischer Offizier. Und wen sucht er hier? Dieser Gentleman wird uns den Tanz verleiten. Es handelt sich um Napoleon, Sir. Ich kann es mir denken, Möfling. Napoleon hat die Grenze überschritten. Mit allen Streitkräften hat er sich zwischen unsere Armeen gezwängt. Wo? Bei Charleroi. Charleroi. Soll ich den Ball abbrechen, Arthur? Nein, 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 keine Unruhe, bitte. Ich möchte, dass dieser Walzer zu Ende getanzt wird. Uxbridge, Sie beordern Ihre Kavallerie sofort in Richtung Charleroi. Picton, Sie marschieren noch heute Nacht. Charleroi. Darf ich ins Feld mitkommen? Frag doch den Herzog. In Spanien war es doch erlaubt. Wir hatten so wenig Zeit für uns. Nein, Madeleine, ein Schlachtfeld ist nicht der richtige Platz für eine. Ich habe solche Angst, wenn ich dich nur nicht wiedersehe. Nein, das schafft er nicht mehr. Für eine Umklammerung ist es zu spät. Was war naheliegender als Charleroi? Er hat mich übertölpelt. Mit einem Nachtmarsch hat er unsere Armeen getrennt. Dieser taktische Erfolg hatte nicht mehr als ein paar Stiefelsohlen gekostet. Wenn Marschall Blücher in Belgien bleibt, dann bleibe ich auch. Auf das Versprechen hin wird Blücher, wenn es nötig ist, seine Leute an Bäumen festbinden. Diese vier Straßen hier. Le Quatre Bras, auf die muss er zuhalten, Sir. Wenn wir ihn dort nicht stellen können, dann hier. Charleroi. Bei Gott, dieser Mann macht dem Krieg alle Ehre. Ein Schlachtfeld ist auch für den Sieger kein schöner Anblick. Nichtsdestoweniger sind 16.000 Preußen gefallen. Das lohnt schon Maueranschläge in Paris. Wellington läuft, was er kann. Ich habe ihn bei Quatre Bras erwischt. Er zieht sich zurück. Wenn er sich zurückzieht, was tun Sie dann hier? Bin hier, um es zu berichten. Wenn Wellington auf dem Rückzug ist, warum verfolgen Sie ihn nicht? Warum jagen Sie ihn nicht? Wo waren die Verstärkungen, die Sie mir versprochen hatten? Wie können Sie es wagen, mich zu kritisieren? Wie können Sie es wagen? Erlauben Sie Wellington, seine Truppen dort wieder zu sammeln, wo es ihm beliebt. Setzen Sie all das aufs Spiel, was ich gewonnen habe. Marschall Blücher, die Franzosen sind durchgebrochen. Ich habe den Rückzug befohlen. Rückzug? Ich bin jetzt 72 und immer noch mit Stolz Soldat.
Fest wie dieser Stahl ist mein Soldatenneid. Ich bin zu alt, um ihn zu brechen. Wenn Wellington bis zur Küste zurückgeht, sieht keiner von uns Berlin wieder. Der logische Weg wäre über Namur. Doch ich traue den Engländern nicht. Trotzdem habe ich mich für den Rückzug nach Wavre entschlossen, obwohl es besser wäre, die Armee an den Rhein zurückzuführen. So können sie sich immer noch mit Wellington vereinen. Aber Gnade uns Gott, wenn er nicht standhält. Gouchy! Gérard! Sie nehmen 30.000 Mann! 30.000 Mann, ein Drittel meiner Armee! 30.000 für die Verfolgung, verstanden? Sie verfolgen Blücher! Die Preußen dürfen sich nicht neu formieren und vor allem, sie dürfen sich nicht wieder mit den Engländern vereinigen! Aber es gibt 10 verschiedene Wege, auf denen Blüchers Armee zurückmarschieren kann, Sire. Wavre oder Namur. Seine Armee verschwindet nicht wie ein Schwarm Vögel, Marschall Gouchy. Wir werden ihn schon finden. Hören Sie auf! Ich will keine Streiterei. Streit bringt nur Unheil. Haben Sie verstanden? Gouchy, Gérard, Sie können gehen. Na, gehen Sie. Gehen Sie, gehen Sie, gehen Sie. Das nächste Mal werden wir Napoleon schlagen! Der alte Blücher. Er hat Schläge gekriegt und musste sich 18 Meilen absetzen. Haltet Marschordnung! Keep going! Hört auf, in die Hammel zu blöken! In England wird das heißen, wir hätten die Prügel bezogen. Da kann man nichts machen. So ein Blödsinn. So ein Wahnsinn. Wellington weiß, was er tut. Ach, dann erklär mir mal eins. Wenn Bonaparte die Preußen in den Arsch getreten hat, warum laufen wir dann vor ihm weg? Eine Armee, die sich zurückziehen muss, liebt ihren Kommandeur nicht. Richtig. Ein paar Schüsse von den Franzosen und die Leute finden zu sich selbst zurück. Ihre Hochländer gefallen mir, Gordon. Ja, beim Bajonettangriff sind sie unschlagbar. Fleisch und Eier von Jugend auf und hin und wieder eine Abreibung. Auf meinen Gütern selbst gezüchtet. Einige dürfen mich mehr als nur Colonel nennen. Oh, sieh an. Scheint die ganze Armee zu sein. Sie bezieht hier Stellung. Hindere deinen Feind nicht, einen Fehler zu machen. Das wären schlechte Manieren. Eine schlechte Position, Wellington. Der Wald im Rücken ist nicht günstig. Werden wir zurückgedrängt, dann ist er wie eine Mauer. Die ganze Armee wird dann niedergemetzelt. Es gibt kein Unterholz in dem Wald. Sogar eine Batterie von 9 Pfündern. Also auch eine ganze Armee kann hier wie Regentropfen durch ein altes Dach sickern. Es ist Selbstmord, wenn Sie mich fragen. Es wird Sie wahrscheinlich überraschen, Picton. Ich bin vor einem Jahr in dieser Gegend gewesen. Jede Einzelheit hat sich mir genau eingeprägt. Wellington hat seinen Cäsar nicht gelesen. Er hat eine schlechte Position gewählt. Mit dem Rücken zum Wald. Wir werden ihn nicht herausfordern. Vielleicht rückt er in der Nacht wieder ab. Komm, komm. Du schnüffelst dir den Weg direkt in den Kochtopf. Und ich esse dich nur zur Hälfte auf. Verzeihung, Sir. Eine Frage. Warum wollen Sie nicht auch die Soldaten mit ins Vertrauen ziehen? Dann wissen Sie, woran Sie sind. Hm.
Wenn ich befürchten müsste, dass meine Haare wissen könnten, was mein Gehirn denkt, würde ich sie abscheren und eine Perücke tragen. Old Eddie kommt. Steht auf. Ihre alten Freunde, Sir. Ah, die Inniskillings. Von diesen Kerlen werden mehr mit Prügel bestraft als von der ganzen übrigen Armee. Guten Abend. Guten Abend, Sir. Guten Abend, Sir. Wünsche einen schönen Abend, Sir. Nehmen Sie den Tornister ab, Sir. Wer? Ich, Sir? Ja, Sie, Sir. Hier. Öffnen Sie ihn. Ja, 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 Sir. Herrje, wo kommst du denn her? Ich frage mich, ich weiß gar nicht. Ich habe mich schon gewundert, was mich immer zu hinten am Rücken kratzt. Ja, Sir. Wo haben Sie denn das Ferkel requiriert? Dies, Sir? Das, Sir. Ich hab's nicht requiriert, Sir. Es wollte bei mir requirieren, meine Verpflegung. So ist es, Sir. Wissen Sie, welche Strafe auf Plündern steht, Sir? Entzug der Gin-Ration, Sir. Nein, die Todesstrafe. Sir, ich möchte etwas melden. Das arme Schwein hatte sich verlaufen. Ich versuche nun, seine Verwandten zu finden, Sir. Mhm. Dieser Bursche weiß, eine hoffnungslose Position zu verteidigen. Er wird Corporal. Ja, Sir. Spiel nächstes Mal wieder den Dummkopf O'Connor und du wirst Sergeant. Ich weiß nicht, was der Feind von Ihnen halten wird. Mir jedenfalls jagen Sie Furcht ein. Eine scheußliche Nacht. Und morgen wird's hart. Lancy. Ja, Sir. Wenn ich morgen die Schlacht verliere, ist Gott hoffentlich gnädig mit mir. Denn niemand sonst wird es sein. Warum steht Wellington dort? Welchen Grund hat er? Hat er alle Vorsicht außer Acht gelassen? Es muss etwas geben, auf das ich noch nicht gekommen bin. Wenn Blücher Marschall Grouchys Verfolgung entkommen könnte, wenn er mir nur ein Korps zu Hilfe schicken würde. Die Preußen. Alles hängt von den Preußen ab. Warum schafft Grouchy nur 6 Meilen am Tag und ich schaffe 10? Der Schlamm auf dem Hügel hilft uns. Sie müssen ihn hinaufrutschen. Der Schlamm verlangsamt aber auch Blüchers Rückzug. Sagen Sie, Grouchy, die Straßen wären ein und dieselben. Für jedermann. Ist es nicht so? Ist es nicht so? Ja, Sir. Und sagen Sie ihm, er soll schneller vorrücken. Sie werden Ihre Schlacht haben, Feldmarschall. Sie werden sie haben. Wo ist Grouchy? Wo sind seine 30.000 Mann? Grouchy folgt uns. Er kommt uns aber nicht näher. Und er steht noch nicht zwischen Ihrer und unserer Armee. Wie spät ist es, Hay? Ich nehme an, kurz nach 2 Uhr. Es ist 2:10. Mifflin, ich muss Sie bitten, heute Nacht noch einmal loszureiten. Ich brauche ein frisches Pferd, Sir. Ich bitte! Marschall Blücher, bis 1 Uhr nach Waterloo vorzustoßen. Verstehen Sie denn nicht, Axbridge, wenn Marschall Grouchy schwenkt und sich zwischen uns schiebt? Und wenn er die Preußen dann Mann für Mann gefangen nimmt?
Dann bleibt uns nichts mehr, als unsere Gefallenen zu zählen. Bei solchem Risiko verlassen wir uns auf Blücher? Wir müssen uns aufeinander verlassen, Uxbridge. Gentlemen? Hey, wem haben Sie Ihre Uhr gegeben? Somerset, Sir. Rechnen Sie damit, morgen zu fallen? Ich schätze solche Gedanken nicht. Wenn man etwas beruft, dann kann es eintreffen. Holen Sie Ihre Uhr wieder. Ich werde Sie morgen alle 5 Minuten nach der Zeit fragen. Sir, soll ich zu Dr. Larry schicken? Soll ich ihn holen lassen? Nein. Nein, nein. Kein Arzt. Sie mich so an? Was? Gehen Sie. Gehen Sie. Raus, 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 raus. Gehen wir. Es denn nie wieder aufhören zu regnen.
Wir sind 140.000 Mann. Nicht mal die Hälfte. Du hast wohl die Franzosen mitgezählt. Hast du gehört? Wer weiß, wie viel morgen davon noch übrig sind. Kinder, seht mal, wir haben einen neuen Korporal. Morgen Korporal! Mit Leuten wie uns spricht er nicht. Wenn er so weitermacht, ist er bald General. Morgen, Ramsey. Morgen, Kev. Eine scheußliche Nacht war das. Guten Morgen, Monsieur. Guten Morgen, Monsieur. Guten Morgen, Sir. Davon. Warum starren Sie mich so an? Fühlen Sie sich wieder wohl, Sir? Das war gestern Nacht. Ich fühle mich ausgezeichnet. Essen wir. Ich fürchte, heute Nachmittag werden Sie größere Servietten brauchen. Um 9 Uhr greifen wir an. Wie sind die Bodenverhältnisse? Vor Mittag werden wir nicht angreifen können, Sir. Wir haben schon öfter mit dreckigen Stiefeln gekämpft. Das ist wahr, das ist wahr. Was ist das? Sonntagmorgen. Der Pfarrer in Plancenoir will auf die Messe nicht verzichten. Seine Gemeinde wird heute recht klein sein. Ich schlafe nicht, Ruhe. Sir, wir müssen noch 4 Stunden warten. Die Geschütze sitzen fest, der Boden ist noch zu weich. 4 Stunden gewartet und ich hätte die Schlacht von Austerlitz verloren. Wellington hält uns keine Stunde stand. Nicht mit diesem Völkergemisch. Engländer, Braunschweiger, Belgier und Gott weiß, wer noch alles. Sir, einstehen kann ich für die Geschütze nicht. Sie sind die Geschütze, Ruhe. Wenn wir um 12 Uhr angreifen würden, wäre es besser. Schlachten werden durch eine Viertelstunde gewonnen oder verloren. Wenn Wellington angreifen müsste, würde ich sagen, fangen wir an. Aber er steht auf dem Hügel hier und der Matsch ist sein Vorteil. Er ist sein Vorteil. Uxbridge. Da ich 2. Kommandierender bin, nur für den Fall, dass Ihnen etwas zustoßen sollte,
Was ist Ihr Plan? Die Franzosen zu schlagen. Die Franzosen lieben das Theatralische. Musik und Fahnen. Wunderschön. Sie sind zu beglückwünschen, Hay, dass Sie das bei Ihrer ersten Schlacht miterleben. Auf dem Schimmel. Das Ungeheuer. Da ist er also, Europas großer Dieb persönlich. Euer Gnaden, Napoleon ist jetzt in Schussweite. Würden Sie mir einen Schuss gestatten? Selbstverständlich nicht. Kommandeure haben Besseres zu tun, als gegenseitig auf sich zu schießen. Brüderliches Geschäft, nicht wahr, Delancey, ist das Töten. Soll ich für Ruhe sorgen, Sir? Nein. Nein. Gestatten wir es Ihnen. Alles, was den Leuten die Zeit vertreibt, soll Ihnen gestattet sein. Normalerweise mag ich keine Hurrarufe. Aber es gibt Zeiten, da muss man mit dem Teufel Karten spielen. Würden Sie die Güte haben, mich anzukündigen, Delancey? Wer ist der Kerl, der die Franzosen versohlt? Wer ist der Mann mit der Hakennase? Ich brauche keinen Schimmel, der mich bei meinen Männern populär macht. Wer gibt Marschall Schulz Saures? Wer hat den Franzmännern einen Stoß gegeben? Wer wird Bonaparte mit seinem Schnabel in den Hintern hacken? Wer wird die Franzmänner das Laufen lehren? Wer ist der Mann mit der Hakennase? Wer ist der Kerl, der die Franzosen versohlt? Und wer tritt Bonaparte in den Arsch? Helft mir raus! Helft mir raus! Drouot hatte recht. Der Schlamm könnte tödlich sein für uns. Der einzige Feind, den ich fürchte, ist die Natur. Sire, Wellingtons Schlachtort. Das ist ja ein schlimmerer Papierkrieg als bei der Belagerung von Troja. Sehen Sie sich die Aufstellung der Geschütze an. Das Hauptgewicht liegt auf dem rechten Flügel.
Er fürchtet also für seinen rechten Flügel. Nun ja. Kitzeln wir ihn also dort. Wir beginnen mit einem Ablenkungsmanöver. Einem Scheinangriff auf den rechten Flügel. Wenn er die Mitte schwächt, um den rechten Flügel zu verstärken, dann, ich kenne das Kaliber dieses englischen Aristokraten. Gentlemen, auf die heutige Jagd. Sie haben einen ausgezeichneten Schneider, Hay. Dunmore & Locks in St. James, Euer Gnaden. Erinnern Sie mich später noch einmal daran. Mir gefallen gut gekleidete Leute, auch vor dem Feind. La Bédoyère? Ja, Sire. Haben Sie Kinder? Ja, Sire, ich habe einen Sohn. Er ist noch sehr klein, nicht größer als Ihr Stiefel. Würden Sie sich wünschen, dass er heute hier wäre, Bédoyère? Ja, Sire. Ja, warum? Damit er Sie sehen könnte. Um mich zu sehen. Ich habe auch einen Sohn. Ich würde alles drum geben, wenn ich ihn sehen könnte. Ich gebe mein Herz, ich gebe mein Leben. Aber hier sollte er nicht sein. Ich möchte nicht, dass er Zeuge dieses Gemetzels würde. Seine Hauptstreitmacht steht hinter der Anhöhe. Was er mir zeigt, ist nur eine Fassade. Er ist geschickt. Sehr geschickt. Wir beginnen den Angriff dort. Bei Hougomont. Damit wäre der Ball eröffnet. 35 Minuten nach 11. Danke, Gentlemen. Auf Ihre Posten. Zurück auf Ihre Posten. Thank you.
gerade Foix' Abteilung dort ein, Sir. Anscheinend greift er den rechten Flügel an. Was der Meister zu tun scheint und was er tut, unterscheidet sich wie der Zug eines Läufers von dem eines Springers. Wir könnten auf dem kürzesten Weg das 95. Regiment runterschicken. Ich beabsichtige nicht, wie ein aufgescheuchtes Huhn herumzuflattern. Wir haben Zeit, Sir. Bewegt. Es wird Zeit, dass wir die schwere Artillerie gegen Picton einsetzen. Er scheint sein Hauptgewicht hierher zu verlagern. Noch nie habe ich jemanden gesehen, der seine Geschütze so ruhig bewegt. Er hantiert mit dem Geschütz wie mit einer Pistole. Wer weiß, ob Bylands Brigade standhält. Ach, das macht nichts. Das gibt ihm einen Vorgeschmack. Wenn er nicht vorher davonläuft. Auf die altbekannte Weise an. Also werden wir Ihnen auch auf die altbekannte Weise begegnen. Das muss aber zeitlich genau abgestimmt werden. Gin, Jungs, solange ihr es noch könnt. Die Franzosen lassen ihn in ein paar Minuten sowieso wieder aus euch herausfließen. Dick? Nein, danke. Einen kräftigen Schluck. Mit einer Empfehlung von seiner Majestät. Wenn ich mal wieder beim König zu Besuch bin, werde ich mich herzlich dafür bedanken. Glaubst du, dass es viele sind, die da kommen? Ich bin nicht der liebe Gott, dass ich durch den Hügel sehen kann. Es hört sich an, als würde ein Heerhaufen von 1000 Teufeln aus der Tiefe der Hölle zu uns heraufkommen. Es gibt nichts, was mir mehr Angst macht, als neben einem Freund des Allmächtigen zu stehen. Jesus. Zweites Regiment, fertig machen zum Angriff! Bevor wir angreifen, eine Prise, Lord Uxbridge? Hm? Starker Tobak, Ponsonby. So etwas kriegen Sie heute nicht mehr. Mein Vater hat uns einen Zentner hinterlassen. Fast alles weg. Ein alter Jude in Alexandria hat ihn gemischt. Gemischt?
Mein Vater ist im Kampf gegen die Franzosen gefallen. Das hätte nicht sein müssen. Sein Pferd blieb in einem frisch gepflügten Acker stecken und konnte nicht weiter. 7 verdammte Ulanen stürzten sich wie Tiger auf ihn. Pech nicht, Axbridge? Verdammtes Pech. Besonderes Pech, weil er 400 bessere Gäule zu Hause im Stall hatte. Mylands Brigade weicht zurück. Schließen Sie bitte die Lücke. Ja, Sir. Ich glaube, es wird Zeit, die schwere Kavallerie einzusetzen. Gordon, am besten schicken Sie Ihre Bastarde die Anhöhe hinauf. Ich werde mit dem Rest meiner Brigade nachkommen. Oh, lassen Sie sich nur Zeit bieten. Meine Jungs halten die Stellung, bis Ihre Leute raufkommen. Zum Teufel, nun machen Sie schon. Die 92. Fabrik zum Angriff. Greenstack! Wellington nur diese Amazonen aufzubieten? Ihr verfluchten Hurenböcke, vorwärts, ihr Strauchdiebe und Lumpengesindel! Los, Kotzgrace! Los! Diese Männer auf den Grauschimmeln sind furchterregend. Es ist die beste Kavallerie Europas, doch die am schlechtesten geführte. Das mag stimmen. Das mag stimmen. Aber wie lassen Sie in die Lanzen unserer Ulanen rennen?
Spange machen! Greift die Geschütze an! Lars, zum Rückzug! Verdammt, hören Sie endlich mit dem unsinnigen Lärm auf! Sie könnten taub werden. Geben Sie das meinem Sohn und retten Sie sich! Die Geschütze rufen uns, marschieren wir in Richtung des Kanonendonners. Wir sind ein Drittel der Armee, es ist unsere Pflicht. Sie brauchen mir nicht zu sagen, was meine Pflicht ist, Gérard. Des Kaisers Befehl war ganz exakt. Bleiben Sie Blücher auf den Fersen. Wenn Sie dem Ruf der Geschütze nicht folgen wollen, dann bitte ich es mir zu erlauben. Meine Streitkräfte teilen? Dafür würde Frankreich mich hängen. Vielleicht würde Frankreich recht daran tun. La Bébonnière! Ja, Sir. Was bewegt sich da? Ich sehe Marschkolonnen, Infanterie. Ungefähr 5.000 bis 6.000. Er hat recht. Jetzt sehe ich auch Kavallerie. Welche Kavallerie? Französische? Oder preußische? Anscheinend ist es Grouchys Blau, Sir. Was wir befürchtet haben. Grouchy rückt dort an. Vielleicht ist es auch preußisch-schwarz. Ihre Augen sind noch jung. Welche Farbe ist das? Ich halte es für... Es sind... Preußen. Ist das nötig? Ist das nötig, dass es die Preußen sind? Aber für Sie und mich und für die ganze Armee sind sie auf dem Mond. Verstanden? Ja, Sir. Dieser Wellington führt Krieg auf eine ganz neue Art. Auf dem Arsch sitzend. Wir werden ihm auf die Beine helfen. Wo ist Grouchy? La Haye Sainte. Wer den Bauernhof besetzt, gewinnt die Schlacht. Vorwärts!
Grouchy. Ich brauche seine Männer. Wo ist Grouchy? Warum muss ich alles selbst machen? Siehe, sind Sie verwundet? Als Ihr Arzt rate ich Ihnen, das Schlachtfeld zu verlassen. Siehe, Sie müssen sich eine Stunde hinlegen. Es ist nur mein Magen. Es geht schon wieder. Es geht schon wieder. Wissen Sie, nach Austerlitz hatte ich auf viele, viele ruhige Jahre gehofft. Und jetzt ist das 10 Jahre her. Und 9 Feldzüge fanden statt. Hören Sie? Jedes Wort. Wenn ich tot bin, nicht mehr da, was denken Sie, wird die Welt von mir sagen? Man wird sagen, dass Sie die Grenzen des Ruhms erweitert haben. Das also vererbe ich meinem Sohn. Die Grenzen des Ruhmes. Er konzentriert seine Kavallerie, aber die Infanterie steht Gewehr bei Fuß. Rauch ohne Feuer. Was hat er vor? Ein hart zuschlagender Gegner! Lasse! Lord Hay? Euer Gnaden? Machen Sie sich auf den Weg. General Lambert soll sich um 100 Schritt hinter die Hügel absetzen. Aber euer Gnaden? Tun Sie, was ich gesagt habe! Der Lancy? Befehl an alle! Die Armee zieht sich sofort um 100 Schritt zurück! Die Armee zieht sich um 100 Schritt zurück! Das 27. Regiment setzt sich hinter Gordons Einheit! Sir! Bei Gewitter soll man sich nie in der Nähe eines Baumes aufhalten. Er zieht den Blitz an. Ich werde Ihren unverschämten Rat beherzigen. Zieht sich zurück! Wellington zieht sich zurück! Millau! Folgen Sie mir! Alles mir nach! Attacke! Hornist! Angriffssignal! Attacke! Sie bei mir! Ja!
die Pferde! Auf die Pferde! Wie kann er ohne Unterstützung durch die Infanterie mit der Kavallerie vorgehen? Was ist mit Ihnen los? General Lambert braucht in Hougomont Verstärkung. Leider kann ich General Lambert nur mit meinen besten Wünschen dienen. Delancey, werfen Sie Ihre Batterie nach Hougomont. Ja, Sir. Thank you.
Sie? Eine Depesche nach Paris. Ja. Aber sofort. Darin melden Sie. Wie spät ist es wohl? Ich schätze, etwa 6 Uhr, Sir. Gut. Sie melden also gegen 6 Uhr? Ja. Haben wir Wellington Streitkräfte geschlagen? Ja. Ja, Sir. Und haben die Schlacht gewonnen? Nein. Nein. Melden Sie lieber, wir haben den Krieg gewonnen. Den Krieg. Der Bauernhof ist verloren gegangen. Wir konnten ihn nicht halten, Sir. Ich habe den Eindruck, Uxbridge, dass wir diese Schlacht verlieren. Ich wollte, es wäre Nacht. Oder die Preußen kämen. Wellington ist geschlagen. Er hat sich zu Tode geblutet. Jetzt schicke ich die alte Garde vor. Und dann auf nach Brüssel. Weiter mit uns reiten, sind Sie in Gefahr zu fallen. Wo sonst sollte ein General sterben als im Feld? Sie müssen zurück. Bitte. Ich gebe meine Position zur Linken auf. Sir. Alles, was von uns übrig ist, brauche ich hier. Hier! Hier. Jede Brigade, jedes Bataillon hierher! Wir brauchen hier jede Kanone. Und jedes Gewehr. Sehr wohl, Sir. Wir haben pro Mann nur noch 5 Schuss, Wellington. Oh ja, Sie werden standhalten. Wenn Marschall Blücher sich nicht bald zu uns durchschlägt, zerbricht mir Napoleon jeden Knochen im Leib. Gute Bohnen, Wellington. Wenn es irgendetwas auf der Welt gibt, wovon ich überhaupt nichts verstehe, so ist es Landwirtschaft. Schon im Wald bei Frischemont. Blücher ist im Anmarsch. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte Berlin niederbrennen sollen. Vorwärts, lasst die Fahnen flattern, Kinder. Kein Pardon. Keine Gefangenen. Ich erschieße auf der Stelle jeden, der Pardon gibt. Vorwärts. Thank you.
Sie dran! Warum steht ihr wie verängstigte Kinder da? Wovor fürchtet ihr euch? Ihr nennt euch Soldaten? Schuld! Vergessen Sie nicht, dass Sie General sind! La Benoyer! Die Preußen kommen zu spät! Verstehen Sie, zu spät! Wellington ist besiegt! Habt ihr das alle verstanden? Wellington ist besiegt! Wo ist euer Vertrauen? Ich war schon einmal in der gleichen Lage, in der Schlacht von Marengo. Ich hatte die Schlacht um 5 Uhr verloren. Aber um 7 Uhr hatte ich sie wieder gewonnen! Die Preußen! Kämpft! Wollt ihr wohl kämpfen? Steht! Soll ich allein kämpfen? Steht! Ihr seid doch Franzosen! Haltet mit mir aus! Seid ihr die alte Garde? Haltet aus! Wir sind nicht besiegt! Erkennt ihr mich nicht? Marschall von Frankreich! Die Preußen sind da! Verdammt will ich sein, wenn ich schon mal ein solches um die Wette laufen von 30.000 Mann erlebt habe. Die ganze Armee soll vorrücken. In welche Richtung, euer Gnaden? Ich würde sagen, am einfachsten geradeaus. Ich fühle es nicht mehr. Bei Gott, Sir. Es ist ab. Kümmert euch um ihn! Hier auf dem Schlachtfeld, bei meinen Männern! Sir! Bitte, Sir, Sie dürfen nicht in die Hand des Feindes fallen! Frankreich darf Sie nicht verlieren! Sir, die Schlacht ist verloren! Wo ist Grouchy? Wo ist Grouchy? Es lebe Frankreich! Sir, Sie müssen am Leben bleiben! Okay!
Es ist Mord, Euer Gnaden. Ich hoffe zu Gott. Ich habe meine letzte Schlacht geschlagen. Franzosen, ihr habt alles getan, was die Soldatenehre von euch fordert. Seine Gnaden, der Herzog von Wellington, ist bereit, euer Leben zu schonen. Seid ihr gewillt, euch zu ergeben? Thank you.
töten wir uns gegenseitig! Warum? 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 Außer einer verlorenen Schlacht ist eine gewonnene Schlacht das Traurigste, was es gibt. Verlassen Sie diesen Platz des Todes. Man wird sie, wie Prometheus, an einen Felsen schmieden. Dort wird sie die Erinnerung an ihre eigene Größe zerfressen.